Ja, es gibt Situationen, in denen staunst du einfach nur noch über das, was an den Märkten passiert. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Das könnt ihr mir gerne natürlich auch mal in die Kommentare schreiben. Aber gerade was so, ja, ich nenne es jetzt mal unsere Deutschen und Probleme angeht, unsere Politik angeht, unsere Wirtschaft angeht, was aber auch weltpolitische Themen angeht. Ja, da ist so mein Empfinden, das, was die Börse eigentlich widerspiegeln sollte und das, was ich dann zum Beispiel im deutschen Aktienindex sehe, eine ganz andere Welt. Also da ist meine Gefühlslage wieder mal ein ganzes Stück anders als das, was man dann zum Beispiel im DAX sieht. Klar, wenn man sich mal die Nebenwerte anschaut, dann, ja, dann wird es schon ein bisschen deutlicher. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja hier im DAX am Mittag und da interessiert vor allen Dingen der deutsche Aktienindex und da tauchen dann natürlich mit einem, ich nenne es jetzt mal doch eher negativen Empfinden, was das gesamte Umfeld angeht, was die Wirtschaft für Deutschland angeht. Und dann bei einem DAX-Stand, der schon fast wieder am Allzeithoch ist, da kommen schon ein paar Fragezeichen auf. Und das ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, beziehungsweise war in den letzten 25 Jahren oftmals der Grund, warum ich mich sehr, sehr schnell von fundamentalen Daten und Co. verabschiedet habe und eigentlich einen Fokus und meinen Fokus auf die Charttechnik gelegt habe. Natürlich ist die Charttechnik auch nicht der heilige Gral und ich will gar nicht das Fass aufmachen, besser oder schlechter. Es ist immer eine Frage, womit man besser zurechtkommt und eins muss man auch ganz klar sagen, bei all dem Empfinden fundamentaler Ebene meinerseits hätte ich die Fakten aus dem Chart sprechen lassen, steigende Kurse, Rallye ohne Ende, da gab es eigentlich gar keine großartigen Zweifel. Und damit herzlich willkommen zum heutigen DAX am Mittag. Ich freue mich natürlich, dass ihr dabei seid. Wir schauen wieder gemeinsam auf den deutschen Aktienindex. Mal sehen, was da los ist, wobei ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Bevor wir das können, gibt es aber den Risikohinweis. Das Video ist wie immer keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Und natürlich spiegelt das Video hier auch nur meine Meinung wider. Ja, ich hatte es anfangs gesagt, in der Einleitung auch mein Empfinden zum deutschen Aktienindex, beziehungsweise nenne ich mal zur Wirtschaft und Politik in Deutschland, aber auch in Europa allgemein, ist nicht das, was ich im deutschen Aktienindex sehe. Und ja, nicht umsonst gibt es im Rahmen meiner Ausbildung auch einen Glaubenssatz, einen Leitsatz für euer Trading, für das Trading, nämlich trade, was du siehst. Das ist momentan eigentlich eine Situation, wo man sagen müsste, okay, da müsste man vielleicht sogar mal die eigenen Strategien über Bord schmeißen und einfach nur long handeln, weil der Markt steigt halt nur, solange man da nicht mal im Tagesschart oder sowas Bärisches sieht. Er bleibt halt long das Maß der Dinge und man muss es ganz klar sagen. Das hätte auf alle Fälle in dieser Woche definitiv besser funktioniert, denn egal wie, Statistik, Strategien, Signale, sie waren alle da auf der Short-Seite. Interessiert hat es den Markt gar nicht. Was ist da passiert? Ich kann es euch mal kurz erklären, wie es auf der Future-Seite aussieht. Da hat man ein paar Eindrücke, ein paar Infos. Ich zeige das jetzt einfach mal am DAX-Chart. Und zwar relativ simpel. Ihr seht, es gab in den letzten Tagen immer mal wieder kleine Rücksetzer. Die fielen aber statistisch gesehen relativ moderat aus, sehr, sehr klein aus, vor allen Dingen nach dieser Rallye der letzten 2-3 Wochen, muss man auch ganz klar sagen. Was ist da passiert? Ganz einfach, im Future war das ganz gut zu sehen, in den Hochs wurde halt nicht mehr gekauft, es wurde wirklich aktiv verkauft. Wozu führte das? Das führte dazu, dass es intraday, je nachdem welchen Zeiteinheit man sich angeschaut hat, immer wieder kleine Verkaufssignale gab. Diese kleinen Verkaufssignale ziehen dann neue, ich nenne es jetzt mal aktive Verkäufe nach sich und der Markt kommt ein Stück zurück, er kommt ein wenig in eine Korrektur rein und dann passiert das, was wir wirklich gerade seit Mittwoch jeden Tag sehr häufig gesehen haben. Diese Verkäufe werden, man nennt das Ganze absorbiert, Absorption, sie werden einfach aufgesaugt, sie werden aufgenommen, naja, und dann merken die Verkäufer wieder, verdammt, ich komme nicht durch, da sitzt unten einer, der scheint viel größer zu sein als ich und ja, dann gibt man im Grunde auf. Da reicht manchmal so ein kleiner Impuls nach oben und dementsprechend kommt dann auch der Markt durch. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, zum Beispiel, wer sind denn die Verkäufer? Auf alle Fälle in meinen Augen die privaten Trader. Wenn ihr euch das EUVAX-Sentiment anschaut, dann werdet ihr das feststellen, die privaten Trader shorten weiterhin ordentlich rein. Und das ist jetzt auch nicht schlimm, denn ich hatte es ja eingangs gesagt, die Signale sind ja da, die Statistik spricht ja auch dafür. Was aber nicht gut ist, ist da blind dran festzuhalten und dann so wie heute auch nochmal so richtig all in zu gehen. Das wird teuer. Und eigentlich ist das auch das, was ich am liebsten erwarte und sehen möchte im Markt, nämlich mal eine große Short-Position, große Dings, dann einen sehr dynamisch steigenden deutschen Aktienindex und dann, und das ist wichtig, der, ich sag mal, spürbare Wechsel im EUVAX-Sentiment, weil dann könnte man sagen, also in den grünen Bereich rein, dass die ganzen privaten Trader eher die Long
Produkte handeln bzw. ihre Shorts auflösen. Und das ist dann eventuell der Startpunkt für eine Korrektur, für eine Konsolidierung im deutschen Aktienindex. Und der ist momentan, ehrlich gesagt, leider noch nicht da. Ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass das vielleicht dann jetzt im aktuellen Run ist. Denn ihr seht, wir haben hier dieses nachlassende Momentum im gestrigen Handel gehabt. Immer wieder Verkäufe von oben. Und dann auf einmal heute der Push nach oben. Das könnte dieser Stopp-Run gewesen sein. Wäre ja schön, aber dafür müssten die Verkäufe auch mal durch und vor allen Dingen das Sentiment mal runter. Und solange man da jetzt nicht wirklich irgendwie auch was Spürbares sieht, bleibt es vielleicht auch nur bei dem Spiel, was wir zuletzt in den letzten 2-3 Tagen so oft gesehen haben. Nämlich, oben wird dann durchaus verkauft, aber unten wird das aufgesaugt. Und dieses Spiel muss sich ändern. Wie profitiert man davon, beziehungsweise wie geht man davor? Fakt ist eins, eine Glaskugel. Wann das passiert und auf welchem Niveau das passiert, hat keiner. Das wird euch keiner sagen können. Klar, ich kann natürlich auch einfach eine Zahl in den Raum schmeißen oder zwei und dann hoffen, dass eine davon trifft. Die sind vielleicht auch ein bisschen begründet mit gar nicht mal, sondern, ja, ich sag mal, zumindest nicht mit einer Nuller-Wahrscheinlichkeit, aber das ist mehr oder minder, naja, es ist ein wenig ins Blaue hineingeraten. Deswegen ganz einfaches Vorgehen. Entweder man nutzt seine Signale, wenn sie da sind, so wie ich das ja auch zum Beispiel diese Woche gemacht habe. Und klar, das war eine der anstrengendsten Wochen seit langem. Aber man hat die Signale genutzt, man setzt sie konsequent um, man begrenzt seine Verluste. Und also falls der Markt nicht durchkommt, man managt seine Gewinne, wenn sie denn da sein sollten. Und das war's. Das ist Punkt Nummer 1. Ich hoffe, eure Strategie ist da erfolgreich, all in blind long zu gehen, nur weil der DAX short zu gehen, nur weil der DAX zu weit gelaufen ist. Das funktioniert nicht, kann ich euch schon mal sagen. Aber wir haben auch in den letzten Tagen jetzt nicht jeden Tag mit einem Plus, obwohl wir short größtenteils unterwegs gewesen sind, abschließen können. Aber die Verluste waren alle extrem klein und gestern konnte man sogar noch Gewinne erzielen. Also da ist einiges möglich gewesen. Von daher ist das ein wichtiger Punkt, nicht all in, nicht blind zu agieren, den Signalen zu folgen. Auf der anderen Seite kann man natürlich aktuell auch sagen, okay, das ist alles so tricky. Die Signale sind da, aber sie kommen halt auch nicht wirklich durch. Ich warte jetzt einfach mal ab, bis eine größere Änderung auch zu sehen ist. Bis man also vielleicht auch mal wirklich deutlichere Verkäufe sieht. Achtung, auch das ist noch keine Garantie. Erinnert euch an Anfang der Woche, als wir diesen schönen Rutsch nach unten gesehen haben. Auch das Ding wurde komplett wieder aufgekauft. Aber man kann dann, zumindest hat man nochmal einen gewissen Anhaltspunkt auf seiner Seite. Und weder das eine noch das andere sind momentan zu sehen. Wir sind auf dem Hoch. Euwax-Sentiment ist noch, ich nenne es jetzt mal bullish, und also bullish im Sinne davon unterwegs, dass alle shorten. Wir haben bis dato immer noch keine größeren Verkäufe zu sehen. Und ich werde natürlich einen Teufel tun, an dieser Stelle massiv auf Long zu setzen. Das macht keinen Sinn. Das ist genau das, was viele private Trader machen. Die shorten und shorten und shorten, dann reißt ihnen der Geduldsfaden und dann sagen sie, ach, da gehe ich jetzt all in long, kann ja nur noch steigen. Und dann kommt danach die Korrektur. Das ist keine Option für mich. Das heißt, entweder Seitenlinie oder aber ich nutze die strategischen Elemente, die man momentan hat. Und das ist leider zumindest die Short-Signale dann zu nutzen, wenn sie da sind. Eine Long-Position würde ich erst bei einer spürbaren Konsolidierung, Korrektur mit entsprechenden Signalen aufbauen wollen. Ich möchte neue Hochs, auch wenn es schwerfällt momentan, nicht blind long handeln, weil ich damit eben auch nochmal mit einem gewissen Rücksetzer rechne. Oder andersherum einfach, weil meine Strategien momentan einfach nicht in diese Long-Signale reinkommen, da der DAX einfach viel zu stark ist und quasi ständig wegläuft. Und ich springe da nicht blind hinten drauf. Es ist anstrengend, es ist schwierig. Jetzt haben wir wirklich auch wieder mal sehr intensiv über das Trading, über die Positionen, über so meinen Anführungsstrichen Gedanken und auch, muss man auch ganz klar sagen, Gefühlslage gesprochen, denn logischerweise, das ist nicht einfach hier durchzustehen. Klar, bis dato gelingt es mir relativ gut, das emotionslos umzusetzen, aber das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch selber mal ein bisschen wütend und frustriert ist. Gehört einfach dazu. Wichtig ist, lasst das nicht in den Kursen, lasst das nicht in euren Trades aus. Und macht auch keinen Blödsinn, weder long noch short. Ne? Das geht nach hinten los und deswegen. Also, ich fasse es mal kurz zusammen. Markt ist noch bullisch unterwegs. Wir haben weiterhin, ne, logischerweise, ich meine, ich hatte Anfang der Woche schon genug Argumente, um bärisch zu denken. Das wird mit den höheren Kursen nicht besser. Ne? Ihr seht die Widerstände, ihr seht die Ausbrüche. Wir sehen auch übrigens im Future, dass wie stark der Markt ist und im DAX auch, diese rote Kerze wurde direkt gekauft. Die Kerze gestern eigentlich auch bärisch, im Future erst recht bärisch, wurde auch direkt gekauft. Also es ist schon unfassbar stark, aber das negiert ja nicht diese gesamte Zone. Denn im Grunde muss man sagen, der Markt wurde seit April letztendlich in diesem aktuellen Preisbereich ständig verkauft.
Und da kann natürlich auch nochmal so ein kleiner Rücksetzer kommen, deswegen würde ich hier nicht blind oben reingehen. Für eine Long-Position, habe ich es schon mal gesagt, möchte ich ganz gerne mal, dass der Markt hier an dieser Stelle, oh nee, falsche Seite, dass der Markt hier an dieser Stelle mal, ja, entweder hier oben wirklich nachhaltig ausbricht, dann Pullbacks macht und dann nochmal loszieht, das wäre super zum Einstieg. Oder wenn wir vielleicht einen kleinen Rücksetzer schon vorher bekommen. Und das ist so der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Bis dahin muss ich leider abwarten, zumindest im Rahmen der Mittagssendung und der Strategien, die wir hier vorstellen. Im Kebelcast ist das ein bisschen anders, dazu vielleicht aber dann Anfang der nächsten Woche ein bisschen mehr. Gut, jetzt habe ich wieder ein bisschen zu viel ausgeholt. Also, von daher, ihr seht, Bullenmarkt intakt, ich springe nicht blind drauf, mache ich nicht. Ich werde aber auch auf der Short-Seite, wenn die Signale da sind, werde ich sie moderat handeln, Risiken schnell begrenzen und ich werde mich durch diese schwierige Zeit durchbeißen, aber keinen Blödsinn machen, das ist das Wichtigste. Und ganz klar, wer da jetzt es sich in Anführungsstrichen leisten kann, wessen Trading-Stil das ist, der wartet einfach ab. Bleibt an der Seitenlinie, lasst euch da weder Long noch Short in irgendwas reinlocken. Wenn ihr das bisher gut durchgestanden habt, dann bleibt dabei und wartet wirklich auf klarere Signale mit günstigeren, ich nenne es jetzt mal Kursen, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite. Wenn ich vielleicht jetzt irgendwas im mittelfristigen Rahmen haben wollen würde, mit größeren Positionen, wäre es wahrscheinlich die Long-Seite. Aber wie gesagt, ich springe da nicht blind hinterher. Mir passt das Chance-Risiko-Verhältnis da nicht mit der Absicherung. Soweit zu meinem Ausblick. Heute wieder mal sehr weit ausgeholt. Aber es ist, ja, im Grunde, was soll ich sagen, es ist die gleiche Situation wie gestern, vorgestern und Anfang der Woche. Nur noch ein bisschen schlimmer, weil es halt wieder noch mal ein Stückchen höher steht. Nichtsdestotrotz, ich drücke euch bei euren Entscheidungen die Daumen. Ich ziehe den Hut und gratuliere auch denjenigen, die ganz entspannt an der Seitenlinie stehen oder die natürlich ganz entspannt auch ihren Signalen handeln. So soll es sein, das ist ideal. Ja, ich drücke allen die Daumen, die vielleicht ein bisschen emotional angeschlagen sind, dass da jetzt kein Blödsinn passiert. Wir hören uns auf alle Fälle, wenn ihr möchtet, nicht morgen, sondern am Montag wieder und natürlich allen zusammen ein schönes Wochenende.